Warum gehst du nicht einfach nach Hause? Das habe ich mich auch schon die ganze Nacht gefragt. Dann hau doch ab, warum tust du es nicht? Ich habe ein Mädchen getroffen, weißt du, in so einer Kaffeebar. Ich glaube, dass hier heute ganz was Verrücktes passiert. Als ich zu Hause war, habe ich sie angerufen. Auf der Taxifahrt hierher ist mein ganzes Geld aus dem Fenster geflogen. Ich kam einfach nicht klar mit dir. Was ist denn los mit dir? Ich sagte, zeig mir deine pinkfarbene Busenprothese aus Plastik. Und dann bin ich geflitzt. Ja. Hallo. Ja, also ich hatte kein Geld mehr, um nach Hause zu kommen, bis dieser Typ in der Bar mir was leihen wollte. Komm, lass die Kasse heil, das lohnt nicht, ist sinnlos, vergiss es. Du armer Junge. Ich zurück in die Wohnung von diesem Mädchen und treffe da ihren Freund. Der war stinksauer auf mich und hat mich gleich angemeckert. Ist das der Kerl? Hallo, ich hatte wirklich die Absicht, mich zu entschuldigen. Wach auf! Aber sie hatte sich schon umgebracht, zu spät. Oh Mann! Was ist los? Nur die Ruhe behalten. Ich bin in Schwierigkeiten, in großen Schwierigkeiten. Was? Jetzt könntest du vielleicht sagen, ach, der lügt nur, das sind alles nur Lügen, aber es ist alles wahr. Massakriert diesen Kerl! Verzieht euch! Ich war richtig in Lebensgefahr. Das ist der Kerl! Sag ihnen, es war nicht meine Schuld. Ich bin's nicht gewesen. Du bist was nicht gewesen? Hilfe! Hilfe! Ruf doch die Polizei! Du hast wohl nicht alle Tassen im Schrank. Zum Glück war da dieses Mädchen. Die hat alles gesehen. Du bist schon tot. Ich bin was? Sie war die Blonde aus dem Softeiswagen, die mich umbringen wollte. Alle wollen sie mich umbringen. Das kann ich mir doch nicht gefallen lassen. Ich gehe nur noch ein bisschen austreffen, eine nette Puppe, und dafür soll ich nun sterben? Was wollt ihr von mir? Was habe ich denn getan? Ich bin doch nur ein Programmierer, verdammt nochmal! In der Zeit nach Mitternacht kann allerhand passieren. Und hier passiert es. Das ist doch unglaublich, oder nicht? If that's all there is, my friend.